Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich aus 1. Mose 12, 1 bis 3 lesen. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterlande und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So ein starkes Wort, sagte Gott Abraham. Abraham war ein besonderer Mensch. Der hat Gott vertraut. Sein Glaube war so stark in Dinge, die eigentlich gar nicht passieren durften oder könnten. Aber er hat geglaubt, wenn Gott hat ein Wort gesagt. Und Gott segnet ihn für das, ja, weil es gab solche Menschen nicht. Und er hat gesegnet seine Nachkommen. Also wir wissen in Israel, in Juda wurde der Segen weitergegeben. Aus Juda ist dieser Jesus geboren, der Retter der Welt, der auch... er hat für die ganzen Sünden auch der Menschen bezahlt und durch Jesus können alle Menschen gerettet werden und auch zu Jesus kommen. Das ist so wichtig. Also deswegen werden alle Völker auch gesegnet durch ihn. Aber es ist auch ein Wort hier, wer dich segnet, dann will ich segnen. Und wer dich flucht, dann will ich auch fluchen. Das haben wir doch erlebt und gesehen. Also die alle Völker, die oft haben sie Juden verfolgt und verflucht. Aber dann ist auch Fluch auf sie gefallen, ja. Und irgendwann war es mir so wichtig, besonders wo ich auch in Israel gewesen war. 1948 ist Israel entstanden, so ein großes Wunder nach 2000 Verschleppungen. Also wo sie alles zerstreut waren in der ganzen Welt, wird dieser Staat nochmal auch hier auf der Erde. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Besonderes, dass Gott auch so sein Wort hält, ja. Nach 2000 Jahren gab es noch einen Staat und wir wissen, da gibt es auch Christen. Leider noch zu wenig, denke ich mir, aber ich freue mich, wenn jemand auch Christus findet. Und mal bin ich so in der Gemeinde, habe mich gekniet und gesagt, ja, vor der ganzen Gemeinde, Herr, gib uns auch einen Jude. Weil irgendwie habe ich schon Juden, also Bekannte, aber so Christen hatte ich keine. Und es ist wirklich, nach ein paar Wochen kommt zu uns ein Gast mit Namen Timur. Ja, der ist so ein Musiker, ein Kirgise, der wunderbar spielt. Und mit ihm ist auch ein Mann mit Namen Oleg, der sagt, er ist jüdischer Herkunft. Ja, die haben gespielt, wirklich wunderbar. Der spielte mit Saxophon. Und es war so wunderbar, Gottesdienst, da konnten wir wirklich also in diesen auch vielen Sprachen Gott auch hier danken. Es war einfach wunderbar. Und was ich hier auch sagen wollte, dann sind wir auch in die nächste Gemeinde gefahren. An dem Tag, da gab es Taufe. Und an dieser Taufe haben wir dann auch teilgenommen, haben zugeschaut, wie die Leute sich getauft haben, wie sie so glücklich waren. Und nach der Taufe kommt dieser Oleg zu mir und sagt, also ich will auch getauft werden. Der hat gesagt, da bist du aber bekehrt. Dann sagt er, ja, ich bin bekehrt. Aber dann hat er einfach angefangen zu beten. Oh Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Stehe mir doch bei jetzt auch. Ich will dich lieben, ich will dir glauben, ich will mein Leben dir weihen. Und dann gehen wir in das Wasser. Wir haben keine weiße Kleider gehabt, aber dann haben wir bei den Menschen, die da waren, auch die nasse Kleider angezogen. Es war eine wunderbare Taufe. An dem Tag ist etwas passiert. Ich musste den nächsten Tag an die Krim fliegen und habe meine Tickets eigentlich verlegt, konnte sie nicht finden. Dann rufe ich an bei diesem Alert und sage, vielleicht habe ich die Tickets dir in dieses Buch reingelegt, was ich dir geschenkt habe. Er sagt, nein, aber ich werde beten, dass du das Ticket findest, ja. Und dann haben wir gesucht mit der Frau und den nächsten Tag findet meine Frau diese Tickets. Fast zeitnah ruft auch dieser Oleg an und sagt, hast du gefunden die Tickets? Er sagt, ja, gerade. Sagt er, so ist mir auch der Eindruck gewesen, du hast diese Tickets erhalten. Und so wurden wir verbunden. So etwas Wunderbares, wenn man den Herrn bittet, auch um Sachen, das ist jetzt nicht unbedingt, dass ein Jude zu uns kommt. Aber ich wollte es so, es war auch ein reiner Wunsch, der Herr erhört diese Sachen. Manchmal fragen sie, müssen auch die Juden sich bekehren? Weil sie sind doch Gottes Volk. Und so. Und dann lese ich immer wieder, das ist aus Apostelgeschichte 2, 36 bis 39. Wisst ihr, es war gerade an Pfingsten, wo die Jünger Jesu mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden. Und da predigt Petrus so stark aus dem Volk Israel hier zu allen, die da waren, und sagte, ja, Jesus war doch da, der Messias, ihr habt ihn nicht erkannt, ihr habt ihn gekreuzigt. Und dann sagt er auch ihnen, also, so wissen nun ganz Israel gewiss, dass Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht. Dass sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und fragten Petrus und die anderen Apostel, ihr Männer, was sollen wir tun?
Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lass sich ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, klar müssen sie sich auch bekehren, alles. Und das habe ich gesehen, auch bei Malek. Er wurde getauft. Er hat auch gleich diese Kraft bekommen. Auch im Gebet hat man es so gespürt. Der Herr hat ihn erhört. Es ist so wunderbar. Jeder muss sich bekehren zu dem Herrn. Er muss ihn annehmen. Er muss ihn ins Herz schließen. Muss ihm sagen, also was er getan hat gegen ihn, und dann ihn aufnehmen. Und der Herr wird vergeben, denn dazu ist er gekommen. Und er will alle retten, Juden und auch alle anderen Menschen, das ist sein Ziel. Und ich danke auch jedem, der hier auch wirklich segnet, die Juden, auch alle Menschen. Unsere Sache ist segnen und nicht fluchen. Gott möchte auch euch heute segnen.